Schauen wir nach Herne. Dort ist die Erleichterung riesig. Die hochgiftige Monokelkobra, die vergangenen Sonntag entwischt ist, wurde am Abend lebend entdeckt und eingefangen. Ein Mähroboter hatte die Kobra aufgeschreckt. Die Mieter, die ihre Wohnungen ja verlassen mussten, dürfen nun endlich wieder nach Hause zurück. Die Einzelheiten von Andreas Büttner. Da haben wir. Der Moment, auf den in Herne alle so lange gewartet haben. Die giftige Kobra ist gefangen. Mit einer Schlinge wird sie in einer Plastikkiste isoliert. Beifall von den Nachbarn, als die Schlange aus dem Haus getragen und von einem Feuerwehrauto abtransportiert wird. Nur durch einen Zufall hat man das Reptil hinter dem Haus entdeckt. Wir haben heute ja einen Ortstermin gemacht und in der Folge noch entschieden, dass wir das hintere Grundstück mähen lassen. Das hat die Stadt Castrop-Rauxel mit einem Mähroboter getan. Das hat die Schlange aufgescheucht und zur Hintertür des Hauses getrieben. Wo ist die Einsatzleitung? Dort war die Aufregung dann groß, denn man hatte die Schlange nicht draußen erwartet. Die Kobra will daraufhin wieder Richtung Keller, wo sie sich an der Außenwand versteckt. Da wird sie dann geschnappt. Zuvor hatte die Stadt den Bewohnern die Erlaubnis erteilt, wieder in ihre Wohnungen zu gehen. Der Keller wurde versiegelt, da die Schlange dort vermutet wurde. Erleichterungen bei allen, dass die Suche nun endlich ein Ende hat. Wir sind jetzt echt froh. Wir ganzen Anwohner sind froh, dass diese Schlange endlich gefunden worden ist. Ich bin mit Nerven am Ende jetzt und eigentlich halb froh. Das war ja jetzt wirklich eine Odyssee. Am Sonntag war die Kobra im Hausflur entdeckt und fotografiert worden. Die Stadt geht davon aus, dass sie einem Bewohner gehört, der in seiner Wohnung 20 Giftschlangen hält. Doch der bestreitet das. Die Kommune will die Schlange nun untersuchen und herausfinden, wem sie gehört.